Hey Leute, willkommen zurück zu Arcanium. Dann schauen wir doch mal, wie es jetzt mit der Heilertruppe weitergeht. Solange mir Bjorn hier nicht stirbt. Gut, ich wollte ja hier runter. Jetzt haben wir hier zwei Elite-Kämpfe. Ich will jetzt ehrlich gesagt noch keinen Elite-Kampf machen. Deswegen schade. Ich wollte eigentlich so da runter. Dann versuchen wir erstmal hier unser Glück. Schwarze Witwe, wilder Schafzahn und noch ein wilder Schafzahn. Gut. Ich würde fast sagen, die können auch alle erstmal so bleiben, wo sie sind. Ich würde auch das so machen, dass wir... Du hast Mehrfachtreffer, du hast Mehrfachtreffer, du hast Verwurzeln. Ja, das ist halt schon ein bisschen blöd. Ich glaube, du solltest dann zuerst den Löffel abgeben. Du hast hier, jetzt muss ich erstmal gucken. Spott. Dann. Moment, und was hast du noch? Zweimal Borkenhaut, okay. Das könnte auch interessant werden. Weil wir haben halt nicht wirklich Regeneration. Die Frage ist halt jetzt wirklich, ob ich das dann. Ja, wenn ich dann drei habe. Nee, dann wären das nochmal drei. Das verdoppelt sich nicht. Ja, das wäre schon mal massiv viel Schild. Aber hätte sie jetzt, glaube ich, auch nicht so gebraucht. Weil wir haben ja hier auch Spott. Deswegen, dann machst du das so. Und dann hättest du hier noch mal Lebensentzug. Und du kannst jetzt mal... Okay, das hätte ich dann zuerst nehmen müssen, ja. Ja. So, dann nehmen wir nochmal das. Dann haben wir jetzt 7 Gegenwehr. Dann können wir das auch nochmal nehmen. Dann hast du 10 Gegenwehr. Also es könnte sich mit der Zeit schon echt lohnen. Das Fläschchen nehme ich mal für die Spinne. Auch wenn der Wolf da schon fast erledigt ist. Gut, du brauchst halt jetzt den Schild mal so gar nicht. Es sei denn, na nee, wenn du rüber wechselst, kannst du die Karte nicht mehr spielen. Okay, dann machen wir einfach mal so ein bisschen Damage. Alles klar. Ich will eigentlich Bjorn hochheilen, aber irgendwie klappt das nicht so. Na, du hast jetzt... Schildraub, dann kriegst du ein bisschen weniger Schaden. Ich würde jetzt fast auch sagen, ja, du könntest darüber wechseln und dann erstmal Lebensentzug nehmen. Wäre halt schon so eine Maßnahme. Der anderen Seite. Moment, du wechselst mal. Ach, du bist verwurzelt. Ja, okay. Ja. Dann halt nicht. Wenn ich das jetzt umleite... Ach hier, Raserei hat er immer aktiv, oder wie? Verbraucht zu Beginn jedes Zuges 5 Raserei, um 5 1 Zähigkeit zu erhalten. Gut, du kriegst dann Zähigkeit. Ich muss mal drauf achten. Ich hab da jetzt so noch nicht drauf geachtet. Okay, dann... Wir halten Spott. Nehmen wir mal das. Und Schaden und Spott brauchst du jetzt halt nicht. Du kannst dir erstmal... Donnerkick ist halt jetzt auch nicht so der Knaller gerade. Du hast ja einmal Geisteskokon. Genau. Und dann nochmal Regeneration. Und dann passt das erstmal. Dann kann er sich erstmal um ein paar Lebenspunkte hochheilen. Das tickt dann runter. Du kannst halt, du hättest hier wieder Spott. Schild und Gegenwehr. Okay, dann Schildraub. Wobei, Moment. Können wir... Wir können dich erledigen. Wunderbar.
Mehrfachtreffer. Was wir jetzt mit dir hier machen, ist, glaube ich, du nimmst dann einmal Sport. Und hättest dann nochmal Spott. Okay. Ja, mehr Leben sollst du jetzt eigentlich nicht verlieren. Dann nimmst du einmal das. Nochmal Verjüngung. Und dann nehmen wir direkt hier die Ulti auf der Seite. Dann sollte das doch erstmal... Die Frage ist, ach, sie muss dann halt auch direkt in der Reihe sein, um das dann machen zu können. Deswegen lassen wir das erstmal. So, du hast Lebensentzug, du hast wieder Spott. Aber gut, Spott ist halt auch so eine Sache. Er muss halt für die anderen Fähigkeiten dann doch in der Reihe sein, damit er die dann benutzen kann. Deswegen, das ist halt so ein bisschen blöde. Kriegst mal das, dann kriegst du noch mal das und dann gehst du mal darüber. Dann hast du hier einmal Lebensentzug. Behalten, Spott und Dingsbums. Nehmen wir einmal das. Und dann nochmal das. Dann kriegst du jetzt erstmal keinen Schaden. Kannst ein bisschen regenerieren. Und du musst jetzt mal darüber. Ob das jetzt so eine gute Idee ist für die nächste Runde. Ich würde ihm halt gerne nochmal Regeneration geben. Weil jetzt so langsam heilt er sich wieder hoch. Er hat ja auch noch Lebensentzug. Von daher ist das halt nicht so verkehrt. Das wird dann aber auch ausgelöst, wenn der Gegner einfach nur zerstört wird. Also er selbst muss den dann nicht erledigen. Verstehe ich das richtig? Ich hoffe es. Du könntest hier direkt alles davon raushauen. Du hättest Spott dann da noch. Okay, Lebensentzug nehmen wir auch jetzt auf jeden Fall erst nochmal. Dann gehst du da einmal rüber. Dann hast du hier erstmal deine Ulti. Und dann das nochmal. Dann schauen wir. Tatsache. Okay, gut. Das bleibt dann auch die ganze Zeit drauf. Ich meine, wenn ich wieder die Wut voll habe und das nochmal benutzen kann auf dem anderen, dann ist das da auch aktiv, oder wie? Ich glaube. Kokon. Ja, das ist natürlich auch nicht so verkehrt. Das würde ich, die Karte würde ich sogar aufwerten. Steinmauer behalten. Erhalte 2 Schild und zusätzlich 2 Schild pro Karte in deinem Nachziehstapel. Wäre halt auch eine nette Idee. Wobei Schild ist jetzt nicht unbedingt so sein Ding. Deswegen. Wirke ein Gift pro Regeneration, die du hast. Das wäre natürlich auch sehr nett. Aber ich glaube, ich nehme dann wirklich hier erstmal Kokon und wir setzen erstmal auf Regeneration. So. Dann, wie machen wir das? Ich würde sagen, du hast 12. Das heißt, mit Gift habe ich jetzt erstmal nicht so viel am Hut. Das heißt, wir schmeißen nochmal eine Karte davon raus, nehmen Kokon mit rein. Dann haben wir wieder 12. Die andere Giftkarte lasse ich erstmal noch so mit drin, damit wir dann halt 12 Karten im Deck haben. Da hätten wir ein Event, hier ein Beuteversteck. Und da können wir die Belohnung schon einfordern. Dann kriegen wir direkt die nächste Quest, oder wie? Okay, gucken wir uns erstmal das Ereignis an. Verdorbener Spross. Ach, das hatten wir schon mal, ne? Zertrample den Spross. Zufälliger Gegenstand oder 150 Gold. Ja, das ist halt auch immer so eine Entscheidung in solchen Spielen, wo halt auch viel dem Zufall überlassen ist. Also bei Gold weiß man, was man hat. Zufälliger Gegenstand, gut, wir können die dann halt hier in dem Spiel umwandeln. Wäre natürlich dann auch eine Option. Wir könnten halt auch einen guten Gegenstand bekommen.
Deswegen ist mir heute nach Glücksspiel zumute oder nicht. Ich nehme mal den Gegenstand. Vier Bann, ja, ist okay. Aber Bann brauche ich jetzt auch nicht unbedingt so. Aber dann haben wir erst noch mal einen Trank mehr. Dann gehen wir jetzt mal zum Beuteversteck. Was gibt's denn hier Tolles? Einmal verwundbar. Ja, das ist doch okay. So, Großwildjagd. Ziehe eine Karte immer, wenn du einen Diener ausspielst. Nein. Geschmückter Köcher, senke die Kosten der ersten Fernkampfkarte, die du in jedem Zug ausspielst, um 1 AP. Das wäre vielleicht was für Misty. Ein Gift immer, wenn du einen Gegner triffst. So, mit Gift habe ich jetzt hier eh nicht so viel am Hut. Ich würde fast sagen, wir nehmen das hier jetzt mit der Kostenreduktion und geben das dann Misty. Dann kannst du das nämlich ausrüsten. Ja, und dann haben wir hier halt noch verwundbar. Das ist schon, also verwundbar ist auf jeden Fall schon ein netter Trank. Gut. So, was machen wir? Da oben hätten wir direkt noch so ein Orakel. Will ich jetzt aber, glaube ich, halt noch nicht hin. Ich wollte halt eigentlich da runter, aber da komme ich jetzt halt so auch nicht durch. Hauptstadt möchte ich jetzt noch nicht. Dafür haben wir auch eigentlich, dafür haben wir zu wenig Gold. Dann kämpfen wir nochmal so einen Kampf. Schwarze Witwe. Und danach vielleicht nochmal einen normalen Kampf. Dann haben wir schon ein AP mehr. Und ich würde generell, ja gut, ich könnte auch eine Karte mehr ziehen, aber... Ja, Karte mehr ziehen kann man halt auch über Karte oder kann man halt auch über Karten kriegen. Deswegen ist das jetzt nicht so wirklich meine erste Wahl. Du könntest direkt alles auf dich ziehen. Die Frage ist jetzt nur, wie machen wir das? Gegenwehr oder Verjüngung und Dornrankenhaut? Das wäre dann ja auch schon Gegenwehr. Ich würde sagen... Da hast du Spott, da hast du Lebensentzug. Er kann ja eh nur eins spotten, deswegen spott mal da noch. Und dann hast du hier noch Lebensentzug, ist jetzt aber auch erstmal nicht so wichtig. Du könntest aber zumindest hier damit jetzt einmal Damage machen. Gut, 3 Damage beim eigenen ist jetzt auch nicht so viel. Ich glaube, der bekommt Raserei, wenn er sich selbst Schaden macht oder irgendwie auch Schaden bekommt, irgendwie sowas. So, dann, du hast 3 Mehrfachtreffer. Schildraub ist jetzt erstmal nicht so interessant. Genau, das war mit Gesundheitsregeneration. Und die hebe ich mir, glaube ich, erst nochmal auf. Bann könnte ich halt schon nehmen. Nehme ich mal für dich. Ja, Elementarschaden können wir halt auch schon mal, glaube ich, nehmen. Aber hier verwundbar. Würde ich, glaube ich, am liebsten mit einer Ulti kombinieren. Wenn er Schaden bekommt, genau so war das. Okay. Egal, ob er sich selbst Schaden macht. Und pro 5 bekommt er dann eine Zähigkeit. Ob sich das jetzt so rechnet, ist halt auch die Frage. Gut, auf jeden Fall hätten wir jetzt hier... Du hast da Spott und was Schildraub. Machen wir das erstmal so, dann bekommst du das. Dann haben wir hier einmal Lebensentzug. Und du hast hier Regeneration schon so ein bisschen. Das lohnt halt nicht. Also für... Wenn jetzt ihn alle angreifen würden, dann würde ich Borkenhaut, glaube ich, da eben auch schon geben. Und wir haben dann sogar hier zweimal tödliches Flashing quasi. Also können das zweimal benutzen. Das ist auf jeden Fall nett. So, Mehrfachtreffer bitte. Und 4 Schaden Schock. Ja, wo nehmen wir das? Okay, dich könnten wir, glaube ich, jetzt schon nicht so wirklich erledigen. Hm.
Bierschaden und Spott. Ich würde halt schon gerne... Machen wir das mal so. Dann würdest du 15 kriegen. Dann vielleicht können wir dich ja so dann erledigen. Dann hast du 4. Dann wären das 3 und Schildraub. Ja, das ist ja... Das reicht sogar. Okay. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Dann hätten wir hier nochmal Spott. Und ich würde sagen, ich spotte dich dann auch noch. Und die Ulti nehmen wir schon mal bei dem Bären. Dann, ich glaube, ich würde das jetzt schon so machen. Nee, dann macht er damit auch keinen Schaden, okay. Ja, ich könnte dich halt erledigen, wenn ich sie darüber ziehe. Das Problem ist, sie kommt dann da aber auch nicht mehr weg. Nimmst mal das und dann bitte nochmal Regeneration. Dann hast du hier deine Ulti. Dann nehmen wir die auch noch eben. Und hier das Gift gebe ich mal dir. Dann lassen wir das erstmal so. Ja gut, dann kriegt er jetzt nochmal 6 Damage. Aber das können wir ja gegenheilen. Jawohl, das ist kein Problem. Gut, gut. Lebensentzug. Ja. Und ich hätte das jetzt gern nochmal gemacht. Egal. Gut, das können wir halt auch nehmen, weil das reicht dann locker. Genau, dann ist er wieder voll. Und Regeneration und Hast. Ja, das ist halt ein bisschen blöd, wenn er da nichts zu tun hat, so wirklich. Aber er kann dann die AP quasi gegen Bewegung tauschen. Die Ulti ist auch schon wieder fertig. Dann nehmen wir den Trank, dann die Ulti und nochmal Blitzfäuste hinterher. Gold, Nachbeben, wirke einen Schock und einen zusätzlichen Schock pro Chi. Interessant. Bräuchte ich erstmal genug Chi? Meditieren, behalten. Erhalte 2 Chi, dies könnte dein Chi in diesem Zug über seine Obergrenze erhöhen. Okay, wie das genau funktioniert. 6 Damage im Bereich. Gut. Ja, für 6 Damage würde ich das jetzt, glaube ich... Also, am Anfang fand ich das schon okay, weil dann denkt man so, hä, okay, wenn wer in der Mitte ist, hat dann irgendwie so... Greift 3 Gegner an, macht dann 18 Damage für 2 AP, ist super. Aber der Schaden verteilt sich halt und ich will natürlich Gegner ausschalten und das ist halt damit dann wieder nicht so toll. Es dauert dann alles ein bisschen länger. Also die Frage ist halt, ich glaube, meditieren brauchen wir nicht, weil Chi, ich meine, beides zusammen wäre ganz nett, aber jetzt hier im ersten Moment mit der Heilung. Wir haben ja Angorn, deswegen, ich glaube, ich nehme mal das Nachbeben. Gut, dann haben wir jetzt hier auch schon 11 Karten. Dann haben wir da ein Lager und da würde ich dann direkt... Wir kommen da halt so nicht runter. Doch, wir haben ja ein Ereignis. Dann schauen wir uns das mal an. So. Der Mondbrunnen. Auf einer Lichtung im Wald stürzt ihr beinahe in einen kleinen Teich, dessen Wasser sanft vor sich hinschimmert. Im Moment ist zwar Tag, aber durch die Lichtung fällt das Mondlicht direkt auf das Wasser. Die Oberfläche des Mondbrunnens erstrahlt in arkanem Glanz. Es sieht kühl aus, kühl und erfrischend aus, ihr trinkt aus dem Brunnen. Brauchen wir nicht. Ihr wisst nicht, welche Art von Magie in dem schlummert, ihr geht weiter. Ja super, brauche ich halt nicht. Orakel. Ich würde halt schon jetzt gerne... Ja, das haben wir... So, das haben wir jetzt abgeschlossen. Dann... Nee, die kommen nicht nach. Okay. Ja, nee, war letztes Mal ja auch nicht so. Gut, dann haben wir 2 noch in Usia. 10 Felder in Usia. Benutzen. Und 2 Orte aufsuchen. Auch Orte war da halt die Sache mit den Quests. Da müssen wir halt schon wirklich... Also gut, vor ein paar Videos oder am Anfang habe ich ja noch so ein bisschen gesagt, mir wäre es halt lieber, wenn ich dann in bestimmte Richtungen gehen müsste, also von Feld zu Feld.
aber mittlerweile ist es ja so, man hat ja schon in gewisser Weise Vorgaben, wo man dann hin will und hat dann, kann dann halt auch nur in eine Richtung gehen. Das wird dann halt einfach auch nicht funktionieren, wenn man nur von Feld zu Feld dann könnte. Wir machen das ja im Prinzip dann schon. Am Anfang war das halt noch so ein bisschen freie Wahl und alles, weil ich das noch nicht wusste. Aber so sollte das dann erstmal passen. Gut, wie viel wären das denn? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, irgendwie sowas. Würden wir... Oh Gott, ja, das wäre das Letzte dann, ne? Gehen wir mal zum Orakel. Fähigkeit verwandeln. Das wäre natürlich schon mal ganz nett. Artefakt will ich jetzt nicht unbedingt verwandeln. Zufällige Karten verbessern. Kartenverbesserungen sind halt auch noch so eine Sache. Aber ich würde gerne erst noch mal hier was verwandeln. Weil wir haben hier halt auch schon Gift. Und... Nee, Moment. Moment. Ich habe doch hier Blutraserei. Das werde ich sowieso nicht benutzen. Und ist schon eine höhere Stufe. Dann transmutieren wir das und wir kriegen Gelegenheitsschlag. Behalten. Verursacht 10 Schaden, wirke ein verwundbar. Wow, für 3 AP, das ist halt schon ganz schön teuer. Das ist halt echt schon ganz schön teuer. Gut, sind halt auch eine Menge Sachen, ne? Und 50% Schadenserhöhung ist jetzt auch nicht so wenig. Flex. Behalten, erhalte 3 Macht. Combo, erhalte 2 Macht zusätzlich. Ja, gut, das wäre natürlich für Karten, mit denen wir uns dann auch heilen können, schon eine nette Sache. Niederschlagen, 6 Damage, betäuben und 6 Lebenspunkte verlieren wir. Oh, das ist natürlich schon krass. Das sind zwar nur 6 Damage, aber durch betäuben, das ist schon krass. Da können wir einfach mal so eine Runde einen Gegner rausnehmen, aber ich glaube, funktioniert das... Nee, bei manchen Bossen funktioniert das nicht, ne? Deswegen, also Gelegenheitsschlag würde ich sagen, nein. Dann baue ich Bjorn so ein bisschen halt auf, ja, Leben absaugen, Spott und dann noch so ein bisschen Utility. Da würde Niederschlagen eigentlich ganz gut reinpassen. Ist halt relativ teuer. Also dann wäre eigentlich auch schon der erste Kandidat, dem ich dann AP, ein AP mehr geben würde direkt. Gut, dann hast du jetzt auch 12. Und wir wollen ja hier weiter runter. Ja, ob sich das jetzt lohnt, ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Oder ich hätte... Der Weg war halt ein bisschen blöd, weil ich wollte hier halt nicht Elite-Kampf so früh. Deswegen... Gut, dann machen wir erstmal noch einen normalen Kampf. Dann kriegen wir ein AP mehr und dann schauen wir mal weiter. Gut, dann, wie war das denn bei dir? Schild, Schaden, Verwunden. Okay, Moment. Jedes Zuges 6 Regeneration. Okay. Du hast die Sache, ja, verwurzeln ist halt echt blöd. Du hast Schild, du hast, glaube ich, nee, du hast kein Schild. Dann sollte die Spinne als erstes dran glauben. Also die Spinne. So, das fängt ja schon gut an. Was hast du denn da? Schild und Regeneration und zweimal Regeneration. Und du hast hier schon, hättest direkt betäuben. Aber ich glaube, ich werde erstmal das so machen, dass er sich den ganzen Schaden da fängt. Und ihm dann einmal Geisteskokon geben. Und dann nochmal Verjüngung. Ist halt die Frage, ob ich vielleicht auch mal Verjüngung verbessern sollte. Aber so viel macht das dann halt auch nicht einen Unterschied. Ich glaube, da gibt es halt auch wesentlich bessere Karten. Gut, Schock habe ich hier jetzt noch nicht so richtig. Ach nee, der macht Ski pro... Also wie viel Schock? Der macht Schock, je nachdem wie viel Ski ich dann habe. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Hier hätten wir direkt Bann. Tja, ich glaube, ja gut, machen wir das so. Und ja, Zerstörung sollte ich, das Fläschchen sollte ich vielleicht dann auch mit verwundbar kombinieren. Für ihn ist das natürlich super, wenn er dann hier, wenn er angegriffen wird mit Raserei.
Okay, du hast hier wieder... Das ist auch super, der zieht jetzt hier fast immer direkt Spott. Lebensentzug. Wäre halt schon mal nicht so verkehrt. Jo, nehmen wir das einmal. Und was hast du denn jetzt hier? Kokon. Gegenwehr. Das wäre auch nicht so schlecht. Ich glaube, das werde ich auch machen. Dann nehmen wir erstmal Kokon und dann Borkenhaut. Und schon macht er ein bisschen Damage, indem er nur Schaden bekommt. So, Mehrfachtreffer. Schock, Schock. Ja, gut, machen wir das einmal so und nochmal so. Dann passt das erstmal. Ich warte jetzt noch mit den Tränken. Wenn vielleicht gleich hier irgendwer mal viel Schaden machen will. Aber das verteilt sich echt. Ist also nicht so wild. Schild könnte ich halt direkt nehmen. Schaden und... Ja, gut, dann... Was hast du denn? Ja, das ist jetzt... Das ist toll. Alles die drei Karten. Ja, super. Da musst du dir jetzt erstmal selbst helfen. Und du wirst... Du hast ja hier noch Schildraub. Und die Sache mit Schock. Dann ist halt auch die Ulti voll. Das heißt, die könnte ich jetzt auch schon benutzen und bist erledigt. Gut. So, und dann... Ja, dann hauen wir direkt hier schon deine Ulti raus. Und wir machen... Mache ich das jetzt schon oder benutze ich halt jetzt erstmal das Fläschchen noch? Ich glaube, ich nehme erstmal so ein Fläschchen. Dann haben wir ja eh noch eins. Und dann hauen wir hier nochmal ein bisschen raus. Gut, dann würden wir uns wahrscheinlich dann um 6 heilen. Jawohl. Die Ulti haben wir. Okay. So, du hast wieder Lebensentzug. Du willst ihn angreifen. Du hättest da auch Spott. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Könntest du nämlich einfach mal darüber gehen. Und nimmst dann hier bitte Spott. Können wir dich denn jetzt schon erledigen? Ich glaube ja mal nicht. Gut, Schildraub brauchst du jetzt halt auch nicht so wirklich. Schildgegenwehr. Du hast halt da keine Regeneration. Gift hätten wir hier, aber das ist jetzt auch alles nicht so toll. Nee, das machen wir anders. Dann gebe ich dir hier nochmal das. Und du kannst das dann gegenheilen. Gut, vielleicht sollte ich da jetzt auch nicht so genau drauf achten, weil er kann ja sich sowieso dann hier durch Todesstrafe gegen halt 18 Gesundheit sogar dann. Das ist ja schon mal ein riesiger Unterschied. Wow. Schild drauf. Mehrfachtreffer. Und was machen wir denn jetzt? Gut, du hast hier... Gibt es da eher da mal Verjüngung? Gehst mal darüber und... Ja, du hättest halt schon direkt... Ich könnte direkt Niederschlagen benutzen. Ja, dann machen wir das halt so. Niederschlagen ist halt für so normale Gegner echt wirklich total super. So, Mehrfachtreffer. Du hast 4. Dann können wir auch direkt... das nehmen. Alles klar, dann hast du dich hochgeheilt.
Das können wir jetzt nicht spielen. Die hat jetzt da noch Lebensentzug und Spott und Zähigkeit. Ist jetzt alles nicht so wichtig. Aber komm, du machst hier jetzt nochmal Schaden, um halt ein bisschen AP wegzubekommen. Regeneration hast du hier noch. Ja, gut, machen wir das so. Ich bräuchte halt noch irgendwas, sei es ein Trank oder eine Karte, mit dem ich dann auch Schild wieder wegmachen kann. Das wäre halt echt sehr nett. Wie machen wir das? Schild, Gegenwehr, Regeneration. Will ich jetzt... ja komm, dann machen wir das so. Und du hast jetzt hier... Nehmen einmal das und einmal Axtstreich. Und dann war es das mit dir. Wunderbar, das läuft doch bisher. Blutrüstung. 4 Gesundheit verlieren gegen 12 Schild ist... Ja gut, das wäre im Prinzip dann 8. Axtwurf plus 9 Damage. Detonation. Verzehre alle Schocks auf dem Ziel. Verursache 6 Schaden pro verzehrten Schock. Ja, das klingt gut. Blutrüstung. Weiß ich nicht. Das bringt jetzt auch nicht so viel. Und wir haben ja noch Angorn. Deswegen Detonation will ich mal nehmen. Wir brauchen auf jeden Fall dann noch mehr... Schock. Also es könnte richtig gut werden. So, dann hätten wir das. Dann würde ich wirklich sagen, Björn bekommt zuerst hier ein AP. Und du bekommst dann hier Detonation mit rein. Dann hast du jetzt auch endlich 12 Karten. Und die haben jetzt erstmal alle 12 Karten. Dann würde ich sagen, machen wir nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet soweit wieder ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.